Weihnachten kommt immer näher. Es gibt wunderschöne Weihnachtsdesigns im Shop. Winterpullis oder Ilias Welt Lebkuchen. Oder das neue Winterwonderland von Ilia und Arwen. Damit kann ein gemütliches Weihnachten kommen. Und jetzt ganz neu! Kuschelige Tierchen mit T-Shirts zum Wechseln und Sammeln. Iliaswelt.shop. Willkommen in Ilias Welt mit Arwen. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die Arwen und ich haben uns gedacht, wir zeigen euch heute unsere Weihnachts-, also Christmas Wishlist 2020. Da zeigen wir euch einfach, was wir uns ein bisschen wünschen und so. Vielleicht können wir euch ein bisschen inspirieren, falls ihr noch nicht ganz wisst, was ihr euch wünscht und so. Es ist gute Halbzeit, wir haben heute den 13., das passt ganz gut. Also ja, los geht's. So, bevor es jetzt aber losgeht, wollen wir euch noch kurz unsere kleine Sammlung an Adventskalender zeigen, weil wir beide, also unsere ganze Familie, wir lieben einfach Adventskalender. Wir haben einfach, wir viben uns da immer richtig rein, wenn wir die zu Weihnachten bekommen und freuen uns einfach schon richtig drauf. Da gibt es ein paar, die wir uns wünschen und dann auch noch, mit denen wir überrascht werden und mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben, so wie dieses Jahr. Also wollten wir euch einfach kurz mal zeigen, das ist unsere kleine Sammlung dieses Jahr. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Mit dem wurde ich dieses Jahr überrascht. Das ist ein Bus, ein VW-Bus, den man zusammenbauen kann über 24 Tage lang. Bis jetzt habe ich noch nicht so viel zum Bauen gehabt, aber da kommen die großen Teile bestimmt noch irgendwie. Jetzt habe ich schon ein bisschen so für den Hintergrund was gehabt und ein bisschen Motorgeräusch und sowas, was machen kann. Dann habe ich hier auch noch einen Schminkkalender und wir haben auch einen Rätselkalender. Den machen wir mit der ganzen Familie immer. Das ist ein Exit-Adventskalender, der ist wirklich sehr, sehr cool. Und wie man sieht, sind da keine Zahlen drauf. Deshalb muss man immer Rätsel lösen, damit man weiß, welches das nächste Kästchen ist. Genau. Also ist entweder, wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwo kommt dann Uhr raus und dann ist es wahrscheinlich das da, wo die Uhr drauf ist. Genau, es kommen meistens immer so Lösungsworte raus oder du kriegst durch kleine Hinweise oder du brauchst von den vorigen Tagen irgendwie noch dazu, zum Beispiel so eine Schablone oder irgendwas. Das ist wirklich sehr, sehr super cool. Hier, machen wir das hier auf, das haben wir schon aufgemacht. Hier zum Beispiel, das war die Nummer 2. Und dann sind hier zum Beispiel eine Karte, wo was draufsteht. Zum Beispiel, du hast es geschafft und das nächste, irgendein Hinweis oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Und dann gibt's hier zum Beispiel, bei Nummer 2 war zum Beispiel dieser Code hier. Man musste schauen, also das ist das Wort. Und man muss halt schauen, welcher Buchstabe das ist. Zum Beispiel jetzt der erste Buchstabe ist ein E. Der zweite ist zum Beispiel ein, muss jetzt auch kurz nachschauen, ein W. Und so. Und so geht es halt immer weiter. Das ist wirklich sehr cool. Bis man und irgendwo, halt dann zum irgendwo war auch ein Puzzle Ende drin. Oder da zum Beispiel, da war auch ein Puzzle drin mit einem Labyrinth, wo man das Labyrinth verfolgen musste. Auch und das sehr, Coole sehr ist, drinnen sieht es auch sehr cool aus. Zum Beispiel hier, warte. Lass mich das hier noch so machen. Hier zum Beispiel, da sind ganz viele Mäuse und alles. Es ist wirklich sehr, sehr süß gestaltet. Das ist echt cool. Macht auch echt viel Spaß. Dann haben wir auch dieses Jahr einen ziemlich lustigen Adventkalender. Mit dem, da haben meine Brüder sehr viel Spaß damit. Die führen uns das immer vor, und zwar von den Ehrlich Brothers, einen Zauber. Das hat irgendwie rausgerissen. Aber es ist ein Zauber-Adventkalender und da sind 24 Zaubertricks drinnen, jeden Tag ist einer drinnen. Und bei den Zaubertricks, genau, das ist ziemlich cool, da haben wir jetzt schon richtig viele. Also die Jungs zeigen uns das immer, Thomas und Andrea, die haben einen irrsinnigen Spaß damit. Dann habe ich hier noch von mir einen Schminkkalender, der ist auch sehr, sehr cool. Den habe ich von meiner Taufpate bekommen. Sehr süß, danke schön. Hast du mir meinen Harry Potter? Achso, ja. Und das ist mein. Das hast du gerade nicht gemacht, ich habe wahrscheinlich 14 Jahre aus. Ja. Kann dir was nicht zeigen. Also, das ist auf jeden Fall mein Harry Potter Adventskalender. Hier ist es ein bisschen unordentlich, ich weiß, aber hier zum Beispiel, das ist mega süß. Das ist der Ofen, glaube ich. Und da ist so ein süßer Schuh drauf. Der ist echt süß. Und ich habe schon diese Menschen: einmal den Ron. Dann habe ich einmal den Harry mit so einer Karte. Und dann habe ich einmal, ich weiß nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall liegt hier noch irgendwo ihr Zauberstab. Ja, auf jeden Fall ist auch noch ein Zauberstab. Klar. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Das ist doch die mit dem Ron, Ron geht. Die hat doch eine Zwillingsschwester, oder? Nein, das ist nicht die. Die hatten ein rosanes Kleid. Ich glaube, der ist das, wo der Harry mit ihr auf den Ball gemacht hat. Ja, genau, das ist die wahrscheinlich. Das ist die wahrscheinlich, ja. Zum Beispiel hier bei dem Zweier war ganz Hogwarts drin in Mini. Das ist so süß. Und auch hier ist dieser
ich weiß nicht, wie heißt er nochmal? Was denn? Das ist dieser Feuerbrunnen, wo man Zettel dann reinstippt, ob man diese Aufgaben bekommt. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß halt auch nicht mehr, wie der heißt. Ich auch nicht. Irgendwas mit Feuer. Feuer. Feuerkelch! Feuerkelch! Und hier ist auch noch sehr schön, weil das ist das Schiff, womit die dann aus dem Wasser so kommen. Wann war das nochmal? Ich kann nicht bei sagen. Den Aufgaben. Ich glaube, so, das ist der Vierer-Teil. Ja, okay. Und hier zum Beispiel auch das, der Wagen. Und da ist ein Einhorn. Guck, das ist der Flügel. Das ist das Gesicht und das ist der Fuß. Und so. Pegasus. Ja, ein Pegasus. Ich habe den das in groß. Das haben wir auch in groß. Ich habe ihn in groß. Stimmt. Und Hogwarts haben wir auch in groß. Und dann ist hier noch so eine süße Bank, wo das Ei drauf ist. Und dann ja, es ist irrsinnig ja. süß. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Genau. Ja, sehr cool. Süß auf jeden Fall. Gut. So, genau. Aber jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Und zwar eine Überraschung für euch, denn wir verlosen 3 signierte unserer neuen CDs. Also von Thank God It's Christmas Time. Die verlosen wir an euch, 3 Stück. Also da könnt ihr gerne auf Instagram mitmachen, weil dort läuft die ganze Verlosung. Dort einfach reinschauen, da steht alles. Einfach das Bild liken, kommentieren und dann suchen wir uns einfach 3 Leute raus und die gewinnen dann. Genau. Also ja. Christmas, die CD auch wirklich drin. Ja, das ist cool diesmal. Das ist die Verkehrterung drin, dass man auf beiden Seiten was zu sehen hat. So und so. Genau. Sollen wir den Song reinhören, weil der ja, ist echt cool. Ja, hört mal rein. Thank God it's Christmas time. I stand up from being blind. My heart can make me sing. I'll let your love speak through me. Thank God it's Christmas time. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, und zwar, was wir uns dieses Jahr zu Weihnachten wünschen. Also, wir haben uns hier alles rausgesucht auf Arvin in ihrem iPad. Und jetzt machen wir noch Schnick, Schnack, Schnuck, wer beginnend auf, okay? Ja, aber so, ja, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich kann gewinnen. Du darfst beginnen. Also gut, ich gehe mal kurz rein und dann zeige ich euch alles. Okay, also ich wünsche mir zu Weihnachten einmal diesen mega coolen Block, wo man so richtig schön, das ist so ein bisschen brauneres Papier. Ja, kannst du aufs zweite Bild gehen. Ja, da sieht man's. Das ist so braunes Papier. Und also so braun-grau. Und da kann man so richtig schön zeichnen. Man sieht auch die Farben und so. Zum Beispiel weiß sieht man dann auch. Viel kleiner. Und das finde ich auch, ich mag den auch sehr. Und den wünsche ich mir einfach, weil ich finde eigentlich richtig cool. Die Armin zeichnet auch sehr, sehr gerne. Und für dein Tagebuch ist es auch praktisch, aber es ist ein bisschen Verschwendung, aber. Naja, eine Seite. Dann wünsche ich mir solche Tombow-Stifte. Mit denen kann man richtig schöne Stiftarten machen. Ich habe zum Beispiel schon 4 da vorne. Die sind in deinem Adventskalender. Ja, die waren in meinem Adventskalender drin. Richtig schöne Farben. Ich habe auch hier, so kann man sehen. Ah ja. Schon ein bisschen was probiert. Ja. Und da. Englisch. Ja, für meine Schulsachen und so habe ich einfach Englisch genommen. Hier solche oder halt noch mehrere, je nachdem, genau, wie viele ich noch bekomme. Sehr, sehr viele Stifte von denen und sehr, sehr schöne Farben. Und für diese Stifte wünsche ich mir auch noch so eine Box, wo man alle schön, also alle Stifte so schön reinschlichten kann. Immer so suchen kann. Ah, ich brauche jetzt diese Farbe. Ah, da habe ich sie. Zum Beispiel so kann man das dann einfach reinschlichten. Genau, ich habe die Arvin gefragt, weil es gibt ja 2 verschiedene von denen. Es gibt ja welche, wo man so in einer Box die hat und so reinstellen kann oder halt so schräg reinschlichten. Aber sie hat gesagt, sie findet das cooler, weil sie. Dann habe ich einen Überblick. Ja, weil man es so reinschlichtet, dann muss ich immer so aufstehen und gucken, wo welche Farbe ist. Und das ist nicht so toll. Ich finde es eher schöner, wenn man es so reinschlichtet, dann sieht man alles gleich. Genau. Gut. Ja. Und das war es eigentlich, was ich mir wünsche. Vielleicht wird es noch mehr. Vielleicht bist du überrascht. Wer weiß. Das heißt, ich bin es dran. Ja. Also, ich wünsche mir dieses Jahr zu Weihnachten eine... Warte, ich muss das Bild anklicken. Come on.
Also ja, ich wünsche mir eine neue Switch, die Animal Crossing Switch, aus einem Grund. Viele denken sich jetzt, hä, du hast doch eine Switch und so. Ja, Leute, ich weiß, ich habe eine Switch, aber meine Brüder haben die so demoliert. Die sieht schon so aus, sie funktioniert noch und so, aber ich habe mir gedacht, für sie ist es jetzt besser und so, weil die ist auch nicht so mädchenhaft mit dem Controller, mit den verschiedenen Farben. Und ich möchte, und sie verlieren auch die ganze Zeit meine Spiele. Ich muss die jedes Mal zusammensuchen. Und dann machen die ganze Zeit ganz viele Screenshots und dann muss ich die alle wieder löschen, damit ich Speicherplatz auf der Switch habe. Das ist ein riesengroßes Hin und Her. Das ist halt eben so, wenn man gleichzeitig die Switch hat. Und dann habe ich zum Beispiel mal die Switch und sie wollen spielen und sie haben die Switch. Riesenstreit. Und ich will sie spielen. Da gibt es Riesenstreit. Und dann kommt ein riesengroßes Problem draus. Ja, wir haben dann ein riesengroßes Problem und einen riesengroßen Streit. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, wünsche ich mir das einfach. Das ist auch der größte Wunsch, den ich dieses Jahr habe. Aber wenn ich sie nicht bekomme, bin ich jetzt auch nicht so traurig. Dann wünsche ich es mir einfach zu Ostern und dann probiere ich es nochmal zum Geburtstag und dann probiere ich es einfach wieder zu Weihnachten. Nächstes Jahr zu Weihnachten wünsche ich mir eine Switch. Ich wünsche es mir auch ein bisschen, weil die Arwen spielt auch gerne. Spiele und eigentlich Arwen, kein anderes Spiel. Entschuldigung für so eine Weile. Aber dann denke ich mir auch, wenn die Arwen und ich dann eine gemeinsame Switch haben, dann bin ich mir sicher, dass wir besser damit umgehen als Tamus und Adreo mit unserer Switch, die wir jetzt haben. Da gehen die Controller schon. Die haben gar nicht gecheckt, dass hinten bei den Controllern ein Knopf ist, damit du das. Da, ich habe die Controller da. Dass hier hinten dieser Knopf ist, den man drücken kann, damit man die Controller runternehmen kann. Was machen Tamus und Adreo? Die geben es einfach so runter. Das ist schon ziemlich kaputt da beim Rauchen runtergeben. Und aber es sind auch sehr schöne Farben, finde ich. Genau, es hat auch sehr, sehr viele schöne Farben. Und es ist einfach irrsinnig süß zu sein. Und nachdem Animal Crossing definitiv unser Lieblingsspiel ist, habe ich mir gedacht, das passt ziemlich gut. Und wenn ich sie nicht mehr so möchte, also nicht mehr so viel spiele, gebe ich sie einfach der Arwen, weil Türkis und Blau ihre Lieblingsfarben passt. Genau. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich habe mir gedacht, ich probiere ein bisschen neue Stifte aus, weil ich habe die überall auf TikTok gesehen und auf YouTube und überall sind sie mir auch angezeigt worden. Und zwar Mildliner. Die sind irrsinnig schöne Textmarker, man kann mit denen auch ziemlich schön zeichnen. Ich verwende sie dann doch lieber zum Anmarkern und so oder zum Überschriften machen oder ein bisschen zum Schattieren oder so. Und vielleicht werde ich sie auch mal brauchen. Ja, es sind wirklich viele, viele schöne grelle Farben und ich habe mir gedacht, ich möchte sie auch gern haben. Also mal ausprobieren, weil ich fand die schön. Ich habe das Design einfach mega schön gefunden. Das war so ein Aesthetic-Style und da war ich so. Ich will auch. Bitte, bitte. Ja, also das steht auch auf meiner Wunschliste ziemlich groß drauf. Genau. Zu meiner Switch habe ich noch ein bisschen Zubehör hier rausgesucht. Jetzt eigentlich innen nicht viel. Ich habe nur noch zwei Sachen. Und zwar einmal für die Controller auf den Seiten so Silikon-Daumenkappen. Ich zoome noch ein bisschen mehr ran. So schauen die aus. Passend zu Minzgrün und Weiß. Genau, weil diese Controller sind genau in diesen Farben. Also genau. Vielleicht ein bisschen heller, aber sie passen auch sehr gut dazu. Und es sind auch meine Lieblingsfarben. Genau, das sind ziemlich süße. Ich habe die auch überall auf TikTok gesehen und so. Und ich habe, meine Freundin hat die auch und sie sind wirklich sehr angenehm auf dem Daumen, wenn man halt zum Beispiel die Joy-Cons und so mit denen halt spielt. Das ist wirklich sehr angenehm, wenn man die drauf hat. Meine Brüder haben die übrigens auch auf ihren PS4-Controllern, also glaube ich, das ist mal gar nicht so schlecht, wenn ich sowas mal ausprobiere. Und dann habe ich noch eine Sache gefunden, so jetzt hier. Und zwar für meine Spiele. Ich habe zwar nicht so viele Spiele, aber ich habe ein paar. Und zwar haben wir die jetzt derzeit nur in solchen hässlichen roten Böckchen. Ja, die sind so rot und so klein und da. Genau, da gebe ich einfach meine ganzen Spiele rein und da habe ich jetzt noch gefunden in Animal Crossing Design. Man sieht es ein bisschen blöd, weil das ist schon wieder nicht geladen. Aber so eine kleine ausziehbare Täschchen, Federpinnen, I don't know, wo man die dann so reinschlichten kann und da zusammen machen kann. Das ist auch ein bisschen größer, da hat man nicht so Angst, dass es die Aria irgendwo hinträgt. Okay. Weil es ist, warte kurz, ein bisschen blöd, weil wenn eines von diesen roten Dingen verloren geht, sind einfach vier Spiele weniger, weil es ist schon alles voll, weil wir Spiele haben, Tamus und Adreo haben ihre Spiele, wir haben unsere Spiele. Genau. Gott, bis dann. Aber das Komische ist das Animal Crossing, aber Animal Crossing ist nur ein Spiel. Hey, ja, aber wir haben ja noch andere, Animal Crossing. Weiß. Da können wir dann die Spiele halt reingeben und diese roten Dinger können eigentlich zu unserer Switch packen. Also, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind oder so, da können wir unsere Favorite-Spiele reingeben und da würde ich jetzt einfach alle reingeben, damit sie so zusammenbleiben. Ja, damit sie die Aria nicht wegtragen kann. Genau, das war's mit unserer Wishlist 2020. Und nicht vergessen, es gibt diese coolen Logos in unserem Shop. Nicht nur als
Pölzebezüge, sondern auch als T-Shirts, Pullis, Tassen und jetzt ganz neu Wärmeflaschen für die, also jetzt besonders gut im Winter. Für die kalten Füße. Und halt für die Füße. Ich habe hier das Ilias Welt Winter Wonderland. Und ich habe das Lebkuchen-Design. Und die sind wirklich sehr, sehr cool. Also schaut noch unbedingt vorbei, wenn ihr sie noch vor Weihnachten haben wollt, dann... Ja. Solltet ihr sie jetzt bald bestellen, weil sonst kommen sie vielleicht nicht mehr rechtzeitig an und das wollen wir natürlich nicht. Und nicht vergessen, auf Instagram läuft die Verlosung, also schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und für die, die nicht gewinnen, die CDs gibt es natürlich auch in unserem Shop. Also hier, das sind nochmal die 3 CDs, die ihr gewinnen könnt. Und die 3 CDs gibt es natürlich, nicht nur die 3 CDs, sondern generell die CDs gibt es auch in unserem Shop. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr das taugt. Genau, das war's mit unserer Wishlist 2020. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Oder zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, ich habe schon eine Switch und diese Daumenkappen, die gibt es in so vielen Designs. Findet ihr ganz cool? Ja, dann könnte ich die auch mal bestellen oder so. Es ist wirklich sehr cool. Ja. Genau, also dann habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Bitte bleibt alle gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Ja. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.